Am darauffolgenden Tag ist Martin Fuchs mit Kollege Peter Rothmeier auf Streife, als ein Notruf eingeht. Eine Fashion-Vloggerin wurde offenbar entführt. Hallo, guten Tag. Da sind Sie? Marc Lohmann, hi. Ich habe eben den Livestream von meiner Freundin gesehen und... Wen haben Sie gesehen? Einen Livestream von meiner Freundin, die ist Fashion-Vloggerin. Ah. Die hat einen Livestream gemacht und während des Livestreams ist sie hier überfallen worden. Bei der Blutlache, die Martin und ich hier vorgefunden haben, sieht das ja aus, als wenn hier ein extremes Gewaltverbrechen verübt wurde. Wenn es tatsächlich ein reelles Opfer war, das diese Menge an Blut verloren hat, besteht hier absolute Lebensgefahr. Ich hab hier ein Video von dem Angriff, aber da sieht man jetzt nicht, ob sie attackiert wird. Guck dir mal das Video ja, an. Ja, ich guck mir mal das Video an. Hallo ihr Lieben, ich bin eure Tiffany und ich möchte euch heute mal wieder ein richtig geiles Outfit präsentieren und diese geile Sonnenbrille. Passt auf, mit diesem Hut, super geil. Der hat ein Gorilla-Kostüm, Mann. Und Sie haben ja eine Gorilla-Maske. Genau, die lag hier, ich habe die jetzt gefunden. Kann man noch was hören? Das Video endet da. Und das war's? Das war's. Und dann habe ich das gesehen halt im Internet und bin direkt von der Arbeit hierhin. Also auf dem Video sieht man die Blutlache nicht, aber... Die macht sowas aber öfter, die blockt hier genau, irgendwelche... Die, ja, die geht halt oft gerne in so... Lost Places, hier so ja. Industrieanlagen oder ja. Ja, leerstehende Gebäude und macht dann halt Videos von sich und ihrer neuen Mode. Jetzt haben wir... Okay, haben Sie denn die Telefonnummer von Ihrer Freundin? Das haben Sie mal versucht, ich sie anzurufen. Ich habe da versucht anzurufen, die Ey, geht da liegt dran. Ein Handy, ne? Ja, wenn das ist, das jetzt erfolgreich wäre. Genau, das ist das Handy von ihr. Ich werde mal gerade die Maske sicherstellen, falls da Spuren dran sind. Ja, Marit. Was hast du? Hat sie denn irgendwelche, bei so einer Bloggerin gibt es ja auch Feinde, böswillige Attacken im Internet, die sie beschimpfen oder gibt es da irgendwelche Personen? Also sie hat auf jeden Fall eine Erzfeindin. Sie hat mal einen Vlog gemacht mit ihrer Freundin Bettina. Ha? Tiffany und Betty vloggen um die Welt. Die haben sich zerstritten, weil die da zusammen... Die beiden waren mal zusammen. Ja, die haben zusammen gevloggt. Gut, und sind jetzt entzweit. Da gab es einen Typen, in den die sich beide verliebt haben. Und jetzt sind die ziemlich zerstritten deswegen. Und ja, sie folgt ihr manchmal zu Orten und macht dann also an den gleichen Orten sehr ähnliche Videos. Aber sie sind doch jetzt der Freund. Genau, also mit dem war die nur kurz zusammen, mit dem Typen. Aber die haben sich halt wegen dem zerstritten. Und deswegen haben die also... Das ist aber schon mal her. Das ist schon was her, genau. Also, ja. Würden Sie dieser... Wie heißt die? Bettina. Bettina, sowas zutrauen, dass die ihre Freundin angeht oder irgendjemand engagiert, der die angeht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Können Sie sich nicht vorstellen. Eine Attacke mit Messer, weiß ich jetzt nicht. Also, das ist schon eine heftige Nummer. Das ist eine heftige Nummer, wir sollten uns auf jeden Fall mal im Nahbereich ein bisschen umgucken. Herr Lohmann, ich würde Sie bitten, dass Sie sich hier aufhalten. Dass Sie, okay, Sie haben ja vorhin... Oder am Streifenwagen bleiben. Genau. Ja. Sie, bleiben Sie in der Nähe des Streifenwagens. Ja. Sie haben hier vorne gesessen. Ja. Ne, dann machen Sie das nochmal. Sobald was ist, reden Sie aber laut. Martin, dann schreien Sie laut. Martin, ja. Bitte. Kommst du mal bitte mit aus dem hinteren Bereich, habe ich was gehört. Sie bleiben da, ne? Ja. Irgendwas habe ich gehört. Ach, hier, guck. Guck mal da. Hallo? Kommen Sie mal bitte zu uns. Können Sie uns mal erklären, was Sie hier machen? Ich mache hier Videos. Wer sind Sie? Bettina Lange. Das ist die Bettina, von der gerade erklärt hat. Frau Lange, wie kommen Sie denn hier hin? Ich habe die Location einfach gefunden. Ich bin ein bisschen rumgefahren. Und ich wollte halt einen Blog machen. Wie lange halten Sie sich denn schon hier auf? 10, 15 Minuten. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Haben Sie irgendwelche Geräusche gehört? Haben Sie Menschen in komischen Tierfällen gesehen? Nein, Tierfällen. Ist Ihnen da vorne die riesige Blutlache aufgefallen? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Sie müssen doch von dort gekommen sein. Einen anderen Zugang gibt es ja hier gar nicht. Ja, ich bin hier reingekommen, aber mir ist nicht wirklich was aufgefallen. Kommen Sie doch mal mit. Sie wollen mir doch nicht tatsächlich erzählen, dass Sie hier vor 10 Minuten reingelatscht sind, frisch, fromm, fröhlich, frei, und diese Blutlache hier da vorne übersehen haben. Die ist Ihnen nicht aufgefallen? Das sieht aus wie eine Pfütze. Da könnte auch Bratensoße sein, oder wie? Was machst du denn hier, bitte? Was machst du denn hier? Also, Sie kennen sich? Ja. Ja. Sie bleiben bitte da, ja? Das ist die, von der ich eben erzählt habe. Das ist sie, Bettina.
Das ist die... Die Konkurrentin. Die Konkurrentin von meiner Freundin, genau. Das ist, mir kommt mir auch ein bisschen komisch vor, dass, also, die ist öfter an den gleichen Orten, aber... Bettina, was machen Sie eigentlich die ganze Zeit mit Ihrem Handy dort? Ich habe hier gerade was gesehen. Ja, dann zeigen Sie doch mal, damit ich das aussehen kann. Das sind doch Sie. Geben Sie mal bitte das. Ist das Ihr Handy? Ja. Was ist das denn? Was soll die Scheiße denn? Auf dem aktuellen Post sind tatsächlich die Beamten bei der Begutachtung der Blutlache zu sehen. Doch wer beobachtet sie? Was ist das denn? Was soll die Scheiße denn? Das ist ein Foto von uns, wie wir Grunzweit das Messer angucken. Darf ich das mal sehen? Kannst du lesen, was da steht? Das hat die gerade gepostet. Ich kann nicht lesen. Mordanschlag auf Tiffany. Das ist doch gerade eben erst gewesen. Darf ich das Handy mal ganz kurz haben, bitte? Ja, ja. Entweder ist eine fest installierte Kamera hier irgendwo oder es hockt einer da oben wie ein Arp auf dem Gerüst und hat uns fotografiert. Stell dich mal gerade bitte dahin, wo wir gerade waren. Ja, mache ich. Damit du die Perspektive noch mal hast. Ja. So, hier haben wir gestanden. So, stopp, bleib stehen. Guck mal über deine linke Schulter. Da stehe ich einmal richtig drauf. Hat einer von Ihnen beiden eine Erklärung hierfür? Ich habe damit nichts zu tun. Wir werden doch hier verarscht. Ja, das ist doch inszeniert. Ja, wir können es uns nicht anders erzählen, oder? Wenn wir hier auch noch dabei gefilmt werden, wie wir unsere Arbeit verrichten? Also meine Freundin arbeitet nie mit solchen Kameras. Also die hat immer nur ihr Handy eigentlich dabei. Ja, das Stativ habe ich ja jetzt gerade gesehen. Aber ja. dass das jetzt zeitgleich gepostet wird, Mordanschlag auf Tiffany oder... Das ist doch Effekthascherei, ist das doch. Ihre Freundin heißt Tiffany? Ja. So, und jetzt aktuell wird gepostet, Mordanschlag auf Tiffany. Wir werden dabei fotografiert und gefilmt. Das kann ich mir auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Wenn ich dann so eine Rotze lese, unfähige Bullen stehen vor einem Rätsel, können die Affen das Rätsel lösen? Da komme ich mir verarscht vor. Aber ganz gewaltig. Ja, ich komme mir auch ziemlich verarscht vor. Wo ist das hergekommen jetzt? Das wird gepostet. Von wem? Geben Sie mir mein Handy. Bitte? Bitte? Prankmaster 3000 oder sowas. Warum hast du das Armband von der Tiffany an? Das lag hier. Also jetzt mal ohne Scheiß. So, Freundesreich. Das ist ja jetzt Verarsche auf allerhöchstem Niveau. Erstmal lügen Sie uns an und sagen uns, Ihnen ist nichts aufgefallen. Jetzt erzählen, häppchenweise kriegen wir von Ihnen eine Wahrheit. Sie haben das Armband, was Sie gerade gefunden haben, von der Tiffany und legen sich das um? Ja, ich bin da lang gegangen und es lag da. So, jetzt machen wir das ganz anders hier. Ich brauche mal von Ihnen den Ausweis, von Ihnen den Ausweis. Ich lasse Sie jetzt mal durchlaufen und dann... Guck mal, schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Nee. Einer von Ihnen beiden? Nein. Okay. Arnold, für die 1536 kommen. Martin, hast du das gehört? Arnold, IB! Alles gut. Erstmal beruhigen. Möchten Sie sich hinsetzen? Wollen Sie sich hinsetzen? Ich weiß nicht. Komm runter, ich bin da. Alles gut. Einmal hinsetzen. Alles gut. Aber Sie kamen doch aus der Richtung, oder? Hey, ganz gut. Alles gut? Ja. Mhm, danke. Alles gut, ja. Wirklich. Was ist jetzt bitte? Was ist mit Ihnen nicht in Ordnung? Alles gut. Hey, Tiffy. Hatti. Bleiben Sie mal bitte da. Ja. Was trappieren Sie sich denn hier so? Ist sie unter Schock oder was? Was ist denn hier los? Ja, alles gut. Gibt es da irgendwas zu sehen? Nee, alles. Ja, vor allen Dingen gerade zu Tode betrübt und absolut geschockt. Und jetzt ist alles gut und Sie richten sich die Haare. Wo guckt die denn hin? Das ist so Ihr Hauptaugenmerk? Die Frau Wust war ja von oben bis unten mit Blut verschmiert. Wir haben sie dann gefragt und haben gecheckt, ob es denn auch ihr Blut war. Haben dann aber festgestellt, dass Frau Wust selber gar nicht verletzt ist, somit auch gar nicht ihr Blut sein kann. Und im Prinzip hat sie sich ja auch sehr zwiespältig verhalten. Auf der einen Art und Weise hat sie uns das Opfer vorgespielt und auf der anderen Art war sie wieder völlig unberührt und hat sich mehr um ihre Haare gekümmert als um alles andere. Die ist von hier gekommen, ja, oder? Ja, das ist bei mir auch immer äußerst wichtig. Ey, leck mich am Arsch. Nein. Sie, sofort zu mir, Tiffany, sofort. Was hast du denn? Da ist noch eine Kamera. Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier, oder was? Ich
Sie können mir doch nicht erzählen, dass hier blutüberströmt runterlaufen, dass die sterbende Ente spielen, um sich dann in diese genau gleiche Richtung zu setzen, wo die Kamera ist, um dann zu posieren. Ich weiß nicht, wer mich entführt hat. Wirklich? Sie haben sich doch gerade hier gedreht. Ich nehme Ihnen das nicht ab. Und jetzt Butter bei die Fische. Er ist weggefahren mit dem Wer Auto. Ist weggefahren? Mit was für ein Auto? Ja. Wie wollen Sie denn hier ein Auto sehen? Mein Entführer. Hören Sie zu. Wenn Sie mich versuchen zu verarschen, da knallt es hier richtig. Hab ich mich jetzt klar ausgedrückt? Sie waren eben noch am Heulen. Sie waren völlig fertig. Ja. Und jetzt kommt diese Geschichte, dass Sie sich erstmal in Pose stellen und in dieser Richtung, in der Sie posiert haben, finde ich eine Kamera? Ich will jetzt die Wahrheit von Ihnen hören. Sofort. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin wirklich entführt worden. Der ist weggefahren. Was soll ich Ihnen denn sagen? Wo soll der denn hingefahren? Mir reicht das wirklich. Pass entführt auf. Am Arsch. Nein, Sie sind aus dieser Richtung gekommen. In diese Richtung gehen wir jetzt. Und Sie gehen bitte zum Streifenwagen und warten dort. So, das war der Wagen. Nee, das war ein roter. Ein roter, ja, klar, komm. Ja, ab. Der war wirklich rot. Ja, das gucken wir uns jetzt an. Wir glauben Ihnen noch überhaupt nichts mehr, was Sie uns erzählen. Das ist aber auch verständlich. Komm, oder? Mädchen, ein bisschen schneller. Wo kein Eis ist, kann gelaufen werden. Sie können ja mal auf den Schuhen laufen. Na, ich würde jetzt noch läppsch werden. Ja, das ist nicht das Auto. Ich mach direkt mal auf, ne? Nee. Hey! Ah, it's a prank! It's a prank! Was ist a prank? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr? Erstmal siezen wir uns. Ja? Ich müsste nicht, dass wir mal zusammen im Sandkasten gespielt haben. Jetzt kommen Sie raus hier. Jetzt legen Sie das Laptop zur Seite und kommen hier raus. Das war doch nur ein Prank. Ja? Aber doch nicht mit der Polizei. Geht das noch? Ein Prank? Meister, nimm das Lachen aus dem Gesicht raus hier. Aber ganz gewaltig raus, sage ich. Ja, alles gut. Meine Fresse. Nee, gut ist hier gar nichts. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Hier mit dem Affenkostüm, hier mit diesem, was ist das, Kunstblut oder was? Ich versau mir die Klamotten. Sorry. Ja, nix sorry. Pass mal auf, ich werde dir den Sorry jetzt mal zeigen. Ja. Ihr beide habt euch das überlegt. Diese Prank-Scheiße da, hier Streiche spielen und sowas alles. Und dann kommt die Polizei angelatscht und ihr macht die Scheiße auch noch. Fotos von uns machen, Aufnahmen von uns machen während des Dienstes. Jetzt werde ich euch mal beiden was erzählen. Ja. Diese Scheiße, die ihr da abgezogen habt, die wird jetzt richtig teuer für euch. Teuer? Der Einsatz wird von euch bezahlt. Was? Ihr bekommt von uns eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat. Nee. Dieses Affenkostüm. Kannst du dir irgendwo hinschmieren, und zwar dahin, wo die Sonne nicht reinscheint. Das wird richtig teuer für euch. Wieso? Kunstblut, Reinigung, aber Martin, Einsatz. Martin, einmal kurz zwischengrätschen. Wer sind Sie überhaupt? Wer ich bin, ist doch egal. Pass mal auf, wenn ihr jetzt auch noch doof wirst. Das ist Ausweis Bruder. Raus. Wer ist das? Das ist Ihr Bruder. Ja. Das ist doch meine Schwester. Wir haben nur einen kleinen Prank gemacht, alles gut. Dieser kleine Prank wird jetzt richtig teuer für euch. Die Geschwister müssen sich wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Zivilrechtlich werden sie für die entstandenen Kosten in Regress genommen.